Hi. Hallo. Willkommen zurück. So, So. I thought we would do a little bit of a different class today. Ich habe euch gesagt, wir machen eine etwas andere Klasse. We are going to go through the text, but I'd like to do Wir gehen durch den Text, a little bit of aber ich möchte working gerne, on the section of choosing meditation objects in the Lamrim. wir sind gerade dabei, Meditationsobjekte zu wählen. That Deshalb I möchte would ich use gerne, this to do a little bit of meditation to practice them. deshalb dachte ich, es wäre nett, ein bisschen Meditation zu machen, um die Objekte zu praktizieren, How does that meditation object resonate for damit, me or not? ich fühlen kann, ob das Objekt We're going to do this, but I'm going to mit go mir back. We're resoniert. going to review a little bit from last class, Wir and werden then ein bisschen Revi zurückblicken von der get letzten Klasse started. und dann machen wir eine kleine Meditation. We already did these last 2 times, but we're going to do it again. So, das haben wir letztes Mal gemacht und wir tun es So, nochmal. let's see here. Who would like to read? How Wer about möchte I? gerne lesen? I don't think you've ever read before. So, wer möchte gerne? Okay, maybe she doesn't want to read. How about? Yes, I'd So, love to wer, read. wie wäre Let es me get off the mit? cameras last second here. Er hat in der letzten Christine, hey, Sekunde die Christine, Kamera how angemacht. are you? Christine, ich habe dich lange nicht gesehen. Wie geht's Hey, dir? I didn't have the seeds to come. I'm sorry. Ich hatte nicht die Samen, um zu kommen. Sorry. I'm trying every Ah, week, but sometimes it ich doesn't versuche happen. es jede Woche. Okay, so, Ja. So. I don't know, Sai Boy? Not even Not even close. close. Thank you. Sie liest in Chiboy. 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 Lama. La La Ma. So, sie liest, Chakma. Chup. Christine liest. Pa Te Tor Tam. Oh, I can't see it. I'm sorry. To move you. Ich kann es gerade nicht lesen. She des min cham ki ta da Jamki te Zadam, da yang Tetita Yang, rung du Rungdu chupula. Chupula. Sehr gut. So we're talking about meditation objects. I know it's hard Wir for me reden to über do that. Thank Meditationsobjekte. you for putting yourself out there. Es ist sehr schwierig, einen guten Job hier So, zu machen. Vielen Dank. So. we're talking We're talking about about how to choose how to choose meditation meditation objects. Wir sprechen darüber, wie man ein So, Meditationsobjekt auswählt. first, So, Chibu Lama. zuerst, So Chipu we see Lama. our Lama at the tip of our head. Wir imaginieren unseren Lama auf We der have Spitze unseres a Kopfes. little tiny llama sitting here. Wir stellen uns einen kleinen Lama vor, da Very. oben auf dem Kopf. And then Lama Shakya Dupa. Und dann Lama Chakatupa. So that would be Shakyamuni Buddha himself, like the Und Buddha das will, in this world. ist Shakyamuna Buddha selbst, So unser let's Buddha talk in about dieser the Welt. first one. So basically, you have a little llama up here. And Also, then du hast einen ganz kleinen Shakyamuni auf comes out. Buddha auf dem Kopf und Shakyamuna You are kommt da now so raus. basically like little llama on your Lama on your head, head, little little Buddha Buddha llama Lama comes out. comes out. And they split into Also two. kleiner Lama auf deinem Kopf und kleiner And Buddha kommt da Shakyamuni raus. comes down in front of you. Und Shakyamuna kommt direkt vor uns. So either you put them kind of Also so like entweder between your fore, like your forehead about right here, kind of in vor front of unserer you, Stirn, or you direkt can put vor them uns. down and
Oder man kann ihn auch runterbringen und in seinen Chakren sehen. Und da sitzt er dann und wartet. Also man hat zwei Möglichkeiten, direkt vor ihm, vor der Stirn oder unten im Chakra. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, die man hat. In unserer Linie typischerweise imaginieren wir den Buddha vor uns sitzen, direkt vor mir in meiner Meditation. Und das hier am Kopf ist eine andere Art, sich das vorzustellen. Oder die nächste Zeile. Wer möchte das vorlesen? Yingman Jangnarang Shakdu Jupa Pala Dikpa So, So. you can either choose Mikpa as the object, and you can either choose him sitting there that way, or Du kannst ihn entweder dir vorstellen, da zu sitzen, you oder can see yourself becoming, Du see kannst yourself dich as selbst, the Buddha. Shakyamuna zu werden oder zu sein. We have several options here. You can Wir see him haben as verschiedene becoming Möglichkeiten. the Wir Buddha as können the entweder Buddha, den, because their essence is the same. The Buddha is calm. der Lehrer sitzt auf deinem Kopf Funny, und der Buddha kommt raus, weil sie you can see your dieselben conscious sind, chakra, like your third eye, or your in navel deinem dritten chakra, Auge. kind of facing your navel chakra. And there's special Oder du chakras for kannst navel dein chakra and third eye. Nabelchakra betrachten und da sitzt er. There's Oder another option here, right? eine andere Is you can Möglichkeit. see yourself Oder du kannst dich as selbst, being Shakyamuni Buddha yourself. du kannst dich als Shakyamuna Buddha selber You see, you sehen. either have either those two objects, Du or kannst entweder die beiden you can Objekte sit sehen there in meditation and see yourself as Buddha yourself, oder du kannst dich selber which als is kind Buddha of cool. sehen und deine Meditation tun. So, we're gonna do it right now. So, und jetzt machen wir das. We're gonna practice it, because I think it's Wir important praktizieren das. Ich that denke, we das ist wichtig, actually practice these things and not just read about them. dass wir es wichtig, die But one Dinge zu way to practice praktizieren that und is noch several nicht words nur here from darüber Sanskrit. reden. Die ganze So we're gonna Sinn practice von dem all of them Praktizieren ist, are to. We'll get the advices later. Well, I'll tell you later. ich erzähle euch das später, warum das so wichtig ist. Visual for the Buddha that I use. That's a good question, Jackie. Hast du ein Beispiel, wie ich mir den Buddha vorstelle? Das ist eine gute Frage, I have Jackie. lots of people. I would. Okay, I don't want to tell you what you should use. Ich möchte dir nicht sagen, was du tun musst. Ich schlage ein paar Dinge vor. Maybe look online for various pictures of the Buddha Vielleicht schaust du online für verschiedene and see Bilder which von one you Buddha. like. Und du Whatever schaust, one you welches prefer. du magst, welches mit dir And I resoniert. think that will Und ich help denke, because und das will dir helfen, weil it's really what das ist is wirklich attractive das, to you. was attraktiv für dich ist. And there's so many different types of Buddhas. Like this is just saying Und da sind so Shakyamuni verschiedene Arten von you can Buddha pick und es sagt choose einfach any nur Buddha Shakyamuna you Buddha, like. aber You du can kannst choose Tara eigentlich jeden Manjushri Buddha nutzen, den du Manjushri magst. Maitreya Du kannst Manjushri, Maitreya any Buddha you like oder basically. jeden anderen, jeder, der da mit dir resoniert. So if you have a feeling about a So, wenn du ein particular Gefühl Buddha I hast would stick with that. zu einer Vorstellung, dann würde ich dabei bleiben, weil das ist vermutlich eine Karma-Sache. Oh man, you guys are asking me all the questions. Ah, ihr fragt mich so viele Sachen, alle This is what you Fragen. need to Wenn ich nur if you don't have a specific idea. keine Vorstellungen habe, sondern nur Gefühle oder Ideen. Perfect. Then Perfekt, was ist das? how would it feel to have a Buddha in your head? Wie würde es sich anfühlen, wenn du einen Buddha in deinem Kopf hast?
But do try. But do try. You know, Aber du versuchst. Just black. That's interesting. I don't know what that's like. Es ist nur schwarz. Das ist interessant. Ich habe Ratschläge gehört, aber ich weiß nicht, was es ist. Aber wenn du willst, kannst du etwas sehen, wenn du träumst? Ja. Wenn du eine Vorstellung hast, etwas zu visualisieren, dann fühl es einfach. Fühl den kleinen Lama auf deinem Kopf sitzen. Lasst unsere Augen schließen. And come to your breath. Näher dich deinem Atem. Notice the sensations of your breath in your body. Fühle deinen Atem in deinem Körper. And just to settle ourselves in, we're going to count 25 breaths. Starting zähle den Atem, 25 Atemzüge, die Ausatmung und wieder die Einatmung.
Now, Jetzt visualize or feel the presence of your teacher. visualisiere oder fühle die Anwesenheit deines Lehrers. See a small version of them. Und sehe eine kleine Ausgabe Feel von them ihnen. sitting on the top of your head, just lightly, bringing Fühle blessings to sie, wie you. sie auf deinem Kopf sitzen, ganz leicht, ganz klein. And as their essence is of the Buddha. Und was die Essenz des Buddhas ist. See the Buddha Sieht separate den from Buddha them, separiert same von ihnen, size. dieselbe Größe. And come in front of you. Und erscheinen vor dir. Line up with your Ajna chakra right in the middle of your forehead. Und dann verbinde dich mit deinem dritten Auge direkt in der Mitte deiner Stirn. See all the details of them, Hier alle die Teile des but Buddhas, mainly hier see vor the Buddha deinem in eyes dritten that do Auge not ist. touch you. Feel their presence, feel their love. Fühle die Präsenz, fühle ihre Liebe. And have them float down a little bit lower so they're aligned with their Manipura chakra. Und
dass sie ein bisschen weiter nach unten sinken, dass sie mit deinem Nabelchakra zusammenkommen, dass sie sinken davor und direkt vor deinem Nabel erscheinen. Notice if it feels different to have them lower than it does to have them up higher. Fühle den Unterschied, wie es ist, wenn sie tiefer vor dir sind, anstatt höher vor deinem dritten Auge. Now have them float back up and merge back with the llama at the tip of your head. Nun, dass sie zurück aufsteigen und sich zusammen gehen mit dem Lehrer auf deinem Kopf, sodass sie eins werden. Then feel that llama maybe like turning to a golden honey. Und Melt dann down on the tip of your head, into your heart. fühle deinen Lama, wie er zu goldenem Honig wird und auf deinem Kopf zerfließt. Then once they reach your heart, Und wenn sie see or feel a dann golden light shine from dein that, from their heart, filling up und your entire body. wenn sie dann auf die Höhe deines Herzens kommen, fühl, wie ihr Herz erstrahlt und erleuchtet und deinen ganzen Körper mit Licht erfüllen. As it fills your entire body, Das füllt you deinen ganzen yourself Körper. become an enlightened being. You Und yourself become that Buddha. du wirst ein erleuchtetes Wesen. Du selbst wirst dieser Buddha. All of your impurities, all of your obstacles, all of your negative emotions. Alle deine negativen Emotionen, alles Emotions and information. Negative wird transformiert und verschwindet.
feel the presence of yourself as a Buddha. Fühle die Gegenwart deiner selbst als Buddha. Fühle dich als Buddha. And come back to your breath. Und dann komme zurück mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Take three long exhales. Nimm drei tiefe Einatmungen und Ausatmungen. When you're ready, you can open your eyes and take a stretch. Und wenn du fertig bist und wenn du soweit bist, kannst du deine Augen öffnen und dich strecken und recken. So. Okay, so that's one kind of meditation object, and there's several of those in there. Das ist eine Art von Meditationsobjekt, und das sind verschiedene Arbeiten von innen. Und vielleicht hat das eine oder andere mit dir resoniert, und du kannst das eine oder alle auswählen. Und der Punkt, warum du das machst, und warum du verschiedene wählst, ist wirklich, um Shamatha zu erreichen, ein wirklich heiliges Objekt zu wählen. So, lass uns weitergehen. Was haben wir hier noch zu sagen? Ja. Yang Kan, lasst uns haben. You need to turn on your microphone. There you go. So, mach dein Mikrofon an. Yang Ge Sak. Yang Ge Sak. Ding Peng. Ding Peng. Pen. Schunk. Chan La. Geschang. Schuk Me. Chak, Dewa, sie liest weiter vor. Chak Dewa, Che Lam Rim Chung, Nui. Nui, it is nasal. Nui, go, o bang, chen, gogi, chipa. Nice. Sehr schön. So, wir machen weiter. There are other practitioners.
Da sind andere Praktizierende und andere Menschen. Da gibt es andere Praktizierer, die es einfacher finden, die ein Objekt zu haben, was Sukme ist. Also Sukme meint formlos. Also formlos, kristallisch, was keine Form hat, also kristallklar ist. Form, Chukme meint Form und das andere meint formlos. So, manchem ist es, die einen finden es einfacher, eine Form loses Objekt zu haben, wie andere, die ein Form, Objekt mit Form haben. Dedrak, vielleicht magst du das eine oder das andere lieber. Vielleicht magst du dieses System von Panchen lieber. Was ist Panchen? Panchen Chosragnan. Also der dem System von Rechlam folgt. Das ist präsentiert in den Schritten des Pfades von. Lass mich hier das auf der Stelle. Also da gibt es welche, die formlos. Also die einen folgen nicht dem ersten Panchen Rama, die anderen folgen einem anderen Lama. Okay. Da sind andere Objekte, die wir haben können. Welche sind das? Lasst uns weiter lesen. So, lasst uns weiter lesen. So, jetzt ist Elkambrazi übersetzt nicht. Er gibt jetzt wieder weiter. Ah, sie übersetzt. Also wenn du nicht lesen willst, dann pack einfach das INTV Translator davor, dann musst du nicht lesen. Bitte lese. Oh, was passiert? Ich kann lesen, keine, dann habe ich keine Stimme. Sie liest da denn, nein, Genpori. Trilasenlas. Mikpeshine. Chuktul Punkt Chukpalita. Chokching. Inichu. Inichuk Mita. Chen. Chenchok Kisek. Semnopaja. Semnopaja. Satim. Dank Job. No. Jetzt macht Tim weiter. Good job. Thank you. Gute Arbeit. Vielen Dank. Okay. So. Okay. Sorry, I'm just making sure I have this correct here. It's interesting because I have it written in front of me. Okay, cool. So there are some. So, sehr cool. Sehr ein paar Instruktionen. Da ist das große Siegel. Chaka kann auch meinen Mahamudra. Chakpa Chenpo ist das Mudra. Das kann das große, das Mahamudra bedeuten. Chakra ist ein spezielles Wort.
Wir werden da später drüber reden. Da sind Erklärungen von Mahamudra, welches Objekt der Geist ist, Sempa Nigpa. Wir nutzen besonders den Geist, um Schiene zu erreichen. Wir nutzen den Geist als Objekt des Geistes. Hast du über Shukpas gehört? Es kommt von einem Originalbuch. Es meint System des Denkens. Das ist ein anderes System des Denkens, die Essenz des Geistes nutzen als Objekt. Was er sagt, da sind viele Meditationssysteme, die Mahamudra nutzen, die den Geist als Objekt nutzen. Und da gibt es ein spezielles, eine Menge von Meditationen, die Mahamudra heißen und die den Geist als Objekt nutzen. Da gibt es besonders interessante Meditationen. Tim lacht. Okay. So, lasst uns zurück zur Meditation gehen. Komm zurück zu deinem Atemzügen. Beobachte deinen Atem und wir machen 10 Atemzüge und beobachten unseren Atem. So now we're simply going to observe our thoughts. Jetzt gehen wir dahin und beobachten unsere Gedanken. Not the content of the thoughts. Nicht den Inhalt der Gedanken. But we're going to observe if the thought is in the present moment. Aber wir beobachten, ob der Gedanke in der Gegenwart ist. If the thought is in the past. Ob der Gedanke in der Vergangenheit ist. Oder ob der Gedanke über die Zukunft ist.
So every few moments, Alle paar Sekunden. like a scorecard, Wie just say, oh, eine. I'm thinking about the future, or oh, I'm thinking about the past, Ich nehme wahr und denke, or oh, if ich you're in the denke present moment. über die Vergangenheit nach. Oh, ich denke über die Zukunft nach. Oh, ich bin in der Gegenwart. Wir machen es einfach wie eine Checkliste. Are you in the past, present or future? Ein Gedanken in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Where are you right now, past, present or future? Wo bist du gerade? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Notice where you are now. Nehme wahr, wo du gerade bist mit deinen Gedanken. And then return back to your breath. Und dann komme zurück zu deinem Atem.
Nimm drei tiefe Ausatmungen. And when you're ready, you can open your eyes. Und wenn du soweit bist, kannst du deine Augen öffnen. So how many people were in the present? Wie viele More von out of euch, them, were you more in the present? wie viele von euch waren mehr in der Gegenwart? How many people were more in the past? Wie viele von euch waren mehr in der Vergangenheit mit den Gedanken? How many people were in the future? Wie viele von euch waren in der Zukunft, mehrheitlich in der Zukunft? There's no right place to Right place to have been, okay? Da gibt es keinen richtigen Platz zu You sein. know, but it's just noticing, it's noticing what your mind is doing Es categorically. geht nur darum, wahrzunehmen, was dein Geist grundsätzlich tut. So, and it's not And it's about not about judging, it's judging, about it's just about just noticing. noticing. Es geht nicht darum zu beurteilen, es geht darum wahrzunehmen. So, in So, the end of it, it can be a am pretty Ende, powerful object. es kann ein sehr Because you won't use it, right? You won't starkes use it. Objekt sein, weil du hast You know, den just Geist beginning immer. to notice what your mind is doing. Wenn du anfängst wahrzunehmen, was der Geist tut, So that's another way to look at that. All right. so, Here's some hier more sind noch objects for Objekte you. für dich. Yay. Yay. Da sind noch ein paar weitere Objekte für dich. Let's have Jackie read. Lass uns Jackie Fragen zu lesen. Young says Jackie Sam liest vor. Dong. K K-Rim. Rim. K-Rim. K-Rim Dong. Frog Na La Su Dong. Laku, Laku, Dong. Laku, sagt Tim. Do. Sokrim. Sokrim Sokrim. Dong. Rong Na La Song La Ming Na. Yang. Young. Yang. Room to zoom. No? No. 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 Just kidding. Good Good job. I'm really Guter good. Job. Good job. It all comes Gut very easily gemacht. afterwards. All Es right. ist nicht This is a very noch special nicht so line that you einfach. have to read, Jackie. Es ist eine sehr Yeah. spezielle So Linie. we're We're talking talking about about Vajrayana Vajrayana practices. practices. We're talking Wir about sprechen Yang. über We're talking about Mahamudra. Sokrim. Wir So, sprechen über this Tepa line und mainly Turing. says, once Diese you've Linie arrived, sagt, this once the once the time has time has come, come, wenn die Zeit gekommen ist, Turung, once the time once the has time has come in your come in your practice, practice, Kyungju, Kyungju, wenn diese it's Zeit two different gekommen ist in objects deiner that you take Praxis, generally in dann Dharma nimmst and du Yajna. zwei The first one is in your Objekte Kyungju, in which is Mahamudra. Das creation eine ist state. And this is the time Kri when you Basic are Rim, das ist sowing Kreation. the seeds to Wenn du die Samen bring the pflanzt, divine beings to you. wenn du die So, Heiligen, die Divine Beings, also die Heiligen zu meaning dir you're bringst, building the seeds das heißt, for them du to come to you. pflanzt die Samen, damit die Heiligen zu dir Like your kommen. own. For those of For you those of that you were that were Depeche Mode Depeche Mode fans, fans, your own your own personal personal Jesus Jesus is is another another way way of of putting putting it. it. Okay. Es ist You bring quasi your so own etwas wie personal deinen Jesus to you. eigenen persönlichen Jesus oder deinen And persönlichen you Buddha learn zu dir how bringst. to plant the seeds for that. Und du lernst, wie du So, die Samen Kerim, the dafür first thing pflanzt. you can do is you Kerim, focus on yourself du keeping the fokussierst body auf dich Baku, the selbst. holy body of an angel, La. So Wer, you du focus on fokussierst dich auf yourself. dich selber, den Body, den Körper eines heiligen Engels zu Use the haben. holy body of the deity themselves. And this Und is a du very, very nutzt den powerful practice, Shyamaka. Körper
der Lhasa selber. So Und das ist etwas either sehr, sehr Kraftvolles. Du fokussierst dich nicht so sehr auf Äußere, sondern auf dich selber. Wir reden darüber später nochmal. Es ist nicht so sehr unterschiedlich von der ersten Meditation, die wir heute gemacht haben. Es ist eigentlich sehr nah. Es ist der erste Schritt. When you move into Sokra and more completion stage practices, which means once you've met your personal Jesus. So, und dann gehst du weiter, wenn du deinen persönlichen Jesus, deinen persönlichen Engel getroffen hast. Und dann wird er dich lehren, wie er wirst. Und eine der praktischen ist, wir versuchen, ey, wenn du dich auf Ashe, wenn im Sanskrit A, und es macht keinen richtigen Sinn, warum du dich auf einen Buchstaben konzentrieren sollst, aber mach dir darüber keine Gedanken. Mache deine äußere Welt zu einem Paradies und dann nutze die innere Welt. Bring es zu deiner inneren Welt. Und diese unterschiedlichen Praktiken können dir helfen, den Zustand von Shamatha sehr schnell zu erreichen. Alle die Objekte, die wir gegeben haben, das sind alles Objekte mit sehr, sehr gutem Karma in ihnen selber. Wenn du dich auf den Lehrer, auf Shakyamuni Buddha oder dich selber auf den Buddha, auf dich selber konzentrierst oder wenn du Kerem praktisch machst, und die sollen dich alle dahin bringen, Shamatha zu erreichen und dir helfen, die Weisheitsseite zu verstehen. Das sind alles heilige Objekte mit sehr, sehr guten Samen. Also wir sind da sehr samenorientiert. Das ist, warum ich das Lamrim mache. Es sagt ja im Prinzip alles, was du nutzen sollst. Es hat, die Menschen fragen immer, sie fragen immer, wann bin ich dafür bereit? Ich möchte dir nicht sagen, wann du fertig reif bist, sondern ich möchte dir Erfahrungen geben, die dir sagen, dass du so weit bist. Und je mehr du praktizierst, je mehr Freude du hast, desto näher kommst du daran. Und ich möchte, dass du praktizierst. Und das sind nur Stationen auf dem Pfad, und wenn du praktizierst, wirst du sie erleben. Lass uns zu der nächsten Zeile gehen und dann sind wir fertig. Tim liest es vor und lacht. Ich mache nur schon einen Scherz. So, jetzt ist Mike dran. Sehr schön. So, so schnell, guter Job. Okay. So. Mehr über Schengen. Da gibt es andere Objekte der Meditation, auf die du dich fokussieren kannst. Da sind vier andere.
Chap ist das allumfassende Objekt. Chepat ist das Objekt des Meisters. Chepak-Objektet. Und das letzte, Nijong, ist das, um die negativen Emotionen zu beseitigen. Es gibt also vier Punkte von Objekten. Der Punkt ist, dass wir uns auf diese vier konzentrieren. Ich lese jetzt die letzte Zeile und in der nächsten Klasse werde ich das genauer erklären und vielleicht machen wir dann auch noch mal eine Meditation. Ich gebe dir die Zusammenfassung das nächste Mal. Die Idee ist hier, dass es nicht so sehr darauf ankommt, welches Objekt das ist im aus dem, aber konzentriere dich nicht auf Kerzen oder den Atem. Der Atem ist gut, um dich zu fokussieren, aber er ist nicht ein besonders heiliges Objekt. Egal welches Objekt du wählst, es soll einfach sein, dass du dich darauf konzentrieren kannst. Wenn es für dich schwierig ist, auf den Lehrer vor dir zu konzentrieren als Bild, dann solltest du vielleicht dich auf ihn als Gefühl konzentrieren. Oder guck, dass du den Buddha hast. Wähle das, was immer das Einfachste ist, um deinen Geist da drauf zu fokussieren. Und dann bleib dabei. Und es soll dich inspirieren, wenn du in dem Objekt bist. Du sollst dich so fühlen wie in deinen Highschool-Partner, in denen du die ersten liebevollen Gefühle hast. So sollst du dich mit richtig Energie und Freude und genau dieses tolle Gefühl sollst du mit deinem Meditationsobjekt haben. Und da gehen wir nächste Woche nochmal tiefer rein. So, ich denke, ich habe einen Plan für nächste Woche. Wir haben nächste Woche keine Klasse, du bist richtig. Wir haben die Klasse an dem 12. Nächste Woche haben wir eine wunderbare Klasse mit Class called Bring Wisdom to Life, also bringe Weisheit ins Leben. Und nächste Woche Klasse ist cool, die ist über Tod und das Ende des Todes. Es will eine tolle Klasse sein aus Lamrim und ACIs. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich möchte gerne. Ich habe euch jetzt gerade 1, 2, 3, 4 verschiedene Objekte gegeben. Nimm es mit in die Meditation. Seht, was für euch funktioniert. Ihr habt 2 Wochen. Ich habe 2 Wochen, um dann wiederzukommen. Cool. Habt 2 ganz tolle Wochen. Sehe euch bald. And say goodbye, sagt Tschüss zueinander. Alle bedanken sich und winken. Vielen Dank. I love that you all say goodbye by saying thank you. Ich mag es, dass ihr alle Tschüss sagt, indem ihr Danke sagt. Bye bye, Marina. Thank you, everyone.